willkommen zurück bei Diablo 3. Findet den Außenposten von K7 ist unsere jetzige Aufgabe und dann wollen wir auch mal gleich mal los. Genau, ich kann mich daran erinnern, dass wir hier stehen geblieben sind. Jetzt hat sich natürlich wieder einmal die ganze Karte zurückgesetzt. Das heißt, ich darf quasi also dieses Gebiet nochmal erkunden. Obwohl ich mir sicher bin, dass ich einen kleinen Teil davon sogar schon erkundet habe. Das werdet ihr nicht überleben! Warte mal, welcher war denn eigentlich dieser richtig krasse Angriff? 4. Achso. Ne, das ist ja eine feste Belegung. Ich glaube, das kann ich gar nicht umändern. Na gut, dann benutze ich die 4 weiterhin für den krassen Angriff. Weil das ist wirklich der richtig geile. Der kostet allerdings auch sehr viel Hass, deswegen kann ich den nicht so oft benutzen. Erfolg war jetzt... Erfolge gibt es in dem Game auch? Lol. Habe ich das bisher einfach nur noch nicht mitgekriegt, dass ich Erfolge freischalte? Na gut, die verlorene Kavanne. Oh, das ist eine Truhe. Den Inhalt hätte ich sehr gerne, wenn es nichts ausmacht. Achso, das ist mein Templar. Ich greife meinen Templar an. Training zahlt sich aus. Ach, Stufe 30. Ich hab gerade gar nicht drauf geachtet. Wir sind ja schon Level up. Was? Achso, für Stufe 30 kriegt man eine neue Passive, genau. Hier ist relativ vieles sogar neu. Rach, lasst einen Pfeilhagel niederregnen. Das versuchen wir mal. Aber da. Das wird, glaube ich, nicht so viel besser sein als dieser ganz krasse. Du. Armbrust 50% kritischer Trefferschaden. Handarmbrust 5% kritischer Trefferschaden. Chance. Okay, das ist auf jeden Fall, damit wir weniger Schaden selber kriegen. Aber das hier müsste uns mehr Schaden geben, oder? Oder zumindest eine höhere kritische Trefferchance. Und das ist ja auch ganz nice. Deswegen nehme ich das einfach mal, weil wir ja voll auf Damage gehen wollen mit dem Bild. Ach ja, genau hier. Ich brauche mehr. Oh! Wollt ihr noch mehr? Okay, das dauert ja auch voll lange an, aber es hat auch einen relativ hohen Cooldown. Schade. Wenn es nicht so einen krassen Cooldown hätte, hätte ich gesagt, das ist in Ordnung. Aber so würde ich tatsächlich sagen, ach, ich kann das gar nicht umändern, wenn das noch in Abklingzeit ist, wie dumm. Zwei leere Sockel können hier rein. Gewährt getötet plus 18 Erfahrung. Wir würden ein bisschen Damage verlieren, aber wir können da auch zwei Sachen reinmachen. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Hier, guck mal. Plus 10 Geschicklichkeit. Kann ich das nochmal da reinmachen? Ja. Und somit machen wir damit jetzt auch 900 Damage. Weil wir unsere Geschicklichkeit dadurch krass erhöhen. So. Splitterfall, rein da. Ich glaube, entweder Level 33 oder Level 34 war ja das geile Level, ne? Wo wir gleich mehrere Upgrades kriegen. Das ist nicht besser. Ich schätze mal, das hier wird wieder ein sehr, sehr großes Steppengebiet. Ich schicke euch ins Grab. Scheiße, so viele. Kein Problem für uns. Nicht genug. Oh Gott, das ist ein Held. Das habe ich jetzt gerade auch erst gesehen. Dass der ein bisschen anders aussieht als andere Monster hier. Der Templer ist derweil damit beschäftigt, da oben zwei Gefallene anzugreifen und ich muss hier alleine gegen den Boss kämpfen. Chilliger Templer. So, was haben wir denn alles gekriegt? Das ist alles nicht ganz so nice. Oh. Oh! Ein gelbes Amulett. Unser jetziges macht 4 bis 8 Schaden, kritische Trefferchance. Alter, plus 114 Geschicklichkeit. Was? Angriffsgeschwindigkeit auch um. Mich wundert es, dass das nur plus 5,7% mehr Schaden macht und nicht wesentlich viel mehr. Holy shit. Trotzdem schon bei 950 Damage.
Und wir halten jetzt wesentlich mehr aus als vorher. Das ist 10.000, ne? 10.000 Zähigkeit haben wir jetzt. Das ist kein Komma, das hier oben ist ein Komma, das ist ein Punkt. Das heißt, es müssten 10.000 sein. Und hier geht's in einen verlassenen Keller. Da hier keine Quest angegeben ist, gehe ich hier mal rein. Wer ist da? Bitte fress mich nicht. Du hast nichts von mir zu befürchten. Bitte, komm heraus, kleines Mädchen. Moin. Ach, eine Händlerin ist das. Ich dachte, ihr wärt einer von den bösen Menschen. Oder vielleicht sogar ein Dämon. Sie haben meinen Vater getötet. Aber dieses Geschäft werden sie mir nicht nehmen können. Er war ein großer Händler. Ich werde einmal genauso sein wie er. Du hast recht. Ich bin sicher, er wäre stolz auf dich. Die Kultisten haben uns vor ungefähr einer Woche gefunden. Mama hat gesagt, ich soll mich verstecken. Ich war immer gut im Verstecken. Mich haben sie nie gefunden, weil ich mir immer die Stellen ausgesucht habe, wo keiner nachgeschaut hat. Dann haben sie meine Eltern weggebracht. Ich kann sie immer noch schreien hören. Sehr interessant, dass wir da eine Händlerin eingebaut haben. Lol, und der magische Ring ist nochmal plus... Alter Schwede. Jetzt muss ich mir überlegen, welchen davon lege ich weg. Den hier. Und wir machen die 1000 Damage. Wir haben die 1000 Damage voll gemacht. Awesome. Also Loot sieht echt gut aus. Muss ich sagen. Loot sieht echt verdammt gut aus. Bisher. Ich finde aber jetzt ist deutlich zu merken, dass man weniger Erfahrung pro Level kriegt. Am Anfang ist man echt noch sehr schnell abgelevelt. Jetzt mittlerweile geht das nicht mehr ganz so schnell. Achso, ich habe hier diese Fledermaus, die hier gerade rumgeflogen ist. Oder ist das die Krähe gewesen? Nee. Doch, ist er. Ist er tatsächlich gewesen. Ach, das ist ja sogar eine Fledermaus. Ich bin einfach lost. Ich habe gedacht, das ist eine Krähe oder sowas. Ist doch sogar meine Fledermaus gewesen. Aber die hier oben nicht angezeigt wird, habe ich mich gewundert. Wurde die Spinne da oben nicht angezeigt? Das irgendwie so in Erinnerung, dass die Spinne da oben auch angezeigt wurde, aber die Fledermaus irgendwie nicht. Meine Fresse, ist das wieder ein großes Gebiet. Schluchtrandminen. Okay, hier geht's noch weiter, lol. Ne, geht's doch nicht. Oh, hier. Hier sind Zwischenbosse. Wenn man sie denn so bezeichnen will. Da ist nichts von besser. Aber das macht sich zum Verkaufen alles sehr gut. 100.000 Gold haben wir schon. Dass ich mir dann auch wirklich was leisten kann, wenn der Händler dann doch was macht. Wenn der Händler dann doch mal was Besseres da hat. Das Ding ist, dass es da oben auf jeden Fall auch noch weitergeht. Die Frage ist, wo geht's jetzt weiter? Da rechts oder da oben? Ich gehe mal zuerst nach rechts, weil ich glaube, hier unten ist nichts mehr dann. Lol. Der hat was Gelbes fallen lassen. Einen Bogen. Der aber schlechter, wesentlich schlechter ist als unser jetziger. Man konnte in den keinen Sockel reinmachen. Ne, der hatte keinen Sockel. Ne, nee, hat er nicht. Wäre vielleicht doch sonst einfach zu OP gewesen. Glaube, habe ich sogar schon mal gesagt im LP. Ach, hat der Templar eigentlich irgendwelche neuen Fertigkeiten? Ne, bei dem haben wir schon alles geskillt. Aber ich kann dem Sachen... Lol, der hat ja noch voll den Müll. Ich kann dem theoretisch Sachen geben, ne, und dem Sachen ausrüsten. Vielleicht ist der deswegen halt nicht so ganz so krass. Der macht halt auch nur 16 Damage. Ich kann dem mal richtig Sachen in die Hand drücken. Aber ich finde natürlich, ich müsste dann extra was für den kaufen, weil ich finde natürlich keine Schwerter so. Aber Rüstung, kann ich dem die Rüstung hier anziehen? Oder geht das? Weil ich habe mein Inventar hier gar nicht. Ah, warte mal. Ausgezeichnet.
Ne, das ist von der Art, die dann... Das kann er aber tragen. Lol. Jetzt geht erstmal die Zähigkeit von dem richtig hoch. Ey, das hätte ich viel früher machen sollen. Aber das habe ich halt einfach nicht gewusst. Ich lege dem jetzt einfach mal alles, was ich hier nicht brauche, kann er ja einfach mal haben. So, mehr habe ich erstmal nicht. Das muss erstmal reichen. Aber wenn ich noch andere Sachen finde, die ich nicht brauche, werde ich immer zuerst gucken, ob ich das dem Templer anlegen kann, bevor ich das verkaufe. Das sind ein paar Monster. Verlorene Karawane. Oh, hier ist eine komische... LOL, man kann die Schlange sogar zertreten. Den Skorpion auch? Ja, den Skorpion auch. Oh Mann. Warum tue ich das? Die hauen aber auch nicht vor dir ab, ne? Also die Schlange hat ein bisschen versucht abzuhauen, aber diese anderen kleinen Viecher hier nicht. Mit einigem Zögern schreibe ich über die sieben Herrscher der Hölle, denn sie sind die größten der Dämonen. Und selbst ihre Namen zu flüstern, scheint die Luft um mich herum zu vergiften. Sie werden unterteilt in die geringen Übel. Belial, Asmodan, Duriel und Andariel. Und die großen Übel. Mephisto, Baal und Diablo. Mhm. Also, dass Diablo einer der großen Übel ist, das habe ich mir fast schon gedacht. Obwohl ich sonst aber tatsächlich erstaunlich wenig über den weiß. Was aber auch Sinn macht, wenn ich ja Diablo jetzt zum ersten Mal so richtig spiele. Scheint mir seltsam. Greifen die mich gleich an? Wenn ihr einen Ort braucht, um euer Lager aufzuschlagen, bis die Tore wieder geöffnet werden, ist Platz in unseren Kellern. Dort seid ihr sicher vor der Wüstenhitze. Aha. Wir sind hier sicher, seit die kaiserliche Wache gekommen ist. Ich muss nach Alkanus. Bitte öffnet das Tor. Ihr seid wohl von Sinn. Aber wenn ihr euch unbedingt kopfüber in den Tod stürzen wollt, dann sprecht mit Hauptmann David im Kommandoposten. Er hat den Schlüssel zum Tor. Okay, dann geht's da wohl weiter. Ist hier unten noch irgendwas? Nee. Ach so, das Tor muss geöffnet werden. Okay. Da bist du. Magda! Als Opfer dargebracht. Ein Geschenk von Meister. Und jetzt greifen uns die Wachen an, ne? Ach wirklich, Magda. Oder hat Belial euch hergeschickt als Köder, um mich von Caldeum wegzulocken? Ich werde euch töten, müsst ihr wissen. Nein! Er würde mich niemals verraten! Erschlagt ihn! Lol. Belial ist der Herr der Lügen, Magda. Aber die Wahrheit. Das war's dann auch schon wieder mit den Wachen. Ihr wart in der Minute tot, in der ihr Kane ermordet habt.